Schweiz ist ja bekannt, dass auch viele Ausländer reingelassen haben. Ich selber finde es gut, dass Leute aufgenommen werden von anderen Ländern, weil wir können uns gar nicht vorstellen, was jetzt zum Beispiel in Syrien oder so abgeht. Man weiß zwar nicht genau, wieso sie kriegen, aber ja, man sollte probieren, dort das Problem aufzuheben, weil dort hat es ja Platz für sehr viele Leute. Auch weil das momentan beansprucht ist vom Militär und überhaupt flüchten die natürlich. Aber dann können sich dort die Situation legen, würden die auch wieder zurückgehen. Ich meine, wenn es in unserem Land Krieg hätte und wir müssten flüchten oder Armut herrschte, wir müssten flüchten, wir hätten auch gerne, dass uns jemand aufnimmt und uns ein bisschen unterstützt am Anfang. Und dann, ja, also ich finde, wir sollten ein bisschen mehr helfen als nur das Nötigste. Wenn wir in dieser Situation wären, wären wir ja auch froh, wir würden nicht mehr aufgenommen werden und hätten auch nicht mehr eine zweite Chance, unser Leben neu anzufangen, wenn man so aus einem Kriegsgebiet kommt und man wirklich alles verliert, dann ist mir auch jede Hilfe eigentlich dankbar. Ich finde das eigentlich gut, solange sie dann auch noch etwas machen. Also nicht nur den ganzen Tag aufs Geld warten und so. Das finde ich dann halt einfach ein bisschen schade. Wenn sie merken, sie können wieder in ihr Heimatland zurück, das würde eigentlich jeder gerne wieder machen. Weil man weiss ja, da geht es wieder gut, wir können wieder das Leben führen, das wir hatten. Ich denke, das würde das grosse Problem eigentlich auch wieder ändern. Ja. Es ist einfach eine spezielle Situation, gerade mit all diesen Flüchtlingen. Und jetzt müssen wir einfach, muss unser Land, unsere Regierung einen Weg finden, wie man das klären kann, dass einigermaßen für alle gut ist. Radio SRF. Eins für mich.